Weiß auch nicht, warum sich die ganzen Fallen aktiviert. Was machst du hier? Ich dachte, wenn wir sie vor euch waren, würde sie nicht wütend, aber dann hat sie... Walter! Sie kommt! Lauft! Da bist du ja. Lauf nicht weg, Walter. Du kennst die Regeln. Komisch. Bei uns zu Hause war es immer eine gute Sache, vor gewalttätigen Irren wegzulaufen. Das sind meine Kinder. Ihr und die Euren haben sie im Stich gelassen. Ihr kommt aus Ferelden wie wir, aber ihr lebt von Zuckerwerk, während euer Volk in der Tiefstadt verhungert. Ich spucke auf euch, Verräter, und auf die jämmerlichen Templer, die euch geschickt haben. Kirkwall wird mir gehören, und dann haben meine Kinder eine ganze Stadt zum Spielen. Was? Und wenn ich eigentlich allen helfen wollte, bin ich mir sicher, dass ich Evelina nicht helfen möchte. Aus Gründen. Die nette Dame ist mir nicht ganz koscher. Ich verstehe das nicht. Evelina hat uns geliebt. Sie hat uns gerettet. Warum sollte sie uns jetzt wehtun? Evelina würde dir niemals wehtun. Das war ein Dämon. Behalte sie in Erinnerung, wie sie war. Als tapfere, sanfte Frau voller Liebe. Ich versuche es. Das wird nicht aufhören. Die Templer führen unsere Hand, damit wir zu drastischen Mitteln greifen und alles nur für ihre Freiheit. Genau wie Evelina. Genau. Aber ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Nimm das und verwende es klug. Danke, Monsieur. Ich sollte für die anderen etwas zu essen kaufen. Sie hungern schon so lange. Fünf Goldmünzen. Ja, damit kann er einiges zu essen kaufen. Damit kann er einiges kaufen. So. Und dann nochmal zur Unterstadt. Schade, dass es so weit kam, aber naja, wir wollen ja Magier und keine Dämonen befreien. Von daher ist das schon okay. Monsieur. Meine Herrin ist nicht da. Sie besucht einen Kunden, aber sie wird in Kürze zurück sein. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich bin hier, um mit Huons Frau zu sprechen. Seid ihr das? Ich bin seine Frau. Als die Templer kamen, habe ich ihnen die Wahrheit gesagt, dass ich Huon 10 Jahre nicht gesehen habe. Aber als sie weg waren, da kam er zu mir. Ich sollte ihn verstecken. Ich hatte von seiner Rückkehr geträumt. Aber nicht so. Er hat sich verändert und ich kenne ihn nicht mehr. Ich habe ihn fortgeschickt. Hat er euch etwas angetan? Er hat mir nur das Herz gebrochen. Ihr hattet ihn also nicht mehr gesehen, seit er euch verlassen hatte? Huon hat mich nicht verlassen. Er wurde fortgebracht. Als die Templer herausfanden, dass er ein Magier war,
haben sie ihn in Ketten gelegt und aus dem Gesindeviertel geschleift. Vor allen anderen. Und jetzt lebe ich mit dieser Schande. Verheiratet, aber ohne Ehemann und ohne Zukunft. Habt ihr ihn Magie wirken sehen? Vielleicht sogar Blutmagie? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er bei mir Magie eingesetzt hat. Wisst ihr, wohin Huon gegangen ist, nachdem ihr ihn fortgeschickt habt? Nein, er ist verschwunden. Aber Huon sagte, er würde kommen und mich holen und für immer von hier wegbringen. Ich weiß nicht, was er damit meinte. Und ich habe Angst vor ihm, Messer. Würde es helfen, wenn ich wiederkäme? Ihr wärt dann in Sicherheit. Ich wäre euch dankbar dafür. Huon hat gesagt, er käme bald ins Gesindeviertel, bei Anbruch der Nacht. Werdet ihr ihn festnehmen? Ich glaube, er braucht Hilfe. Vielleicht kann der Zirkel heilen, was ihn peinigt. Magie einfach mal zu bezweifeln. Aber okay. Und Meryl ist nicht mehr hier. Also ist jetzt endgültig bei uns eingezogen. Müssen sie anscheinend nur suchen. Huon. Still, Schatz. Keine Angst. Dein Blut bringt unserem Volk neues Leben. Oh. Sie war so wunderschön. Eines Tages würde ich gerne mal eine Woche ohne einen wahnsinnigen Magier erleben. Nur eine Woche. Ich bin ein Visionär. Ich habe unsere Bestimmung gesehen. Ich kenne das Schicksal der Elfen. Die Menschen unterdrücken uns, weil sie Angst vor der Magie in uns haben. Seht doch, welche Magie Nyssa in sich trug. Sie hatte nur Angst, sie anzuwenden. Elfen und Blutmagie, immer dasselbe. Warum eigentlich? Komm her, Huon. Komm her. So. Und die blöden Schatten. Oh ja. Der nächste Magier tot. Konnten wir nur einen einzigen retten. Aber okay. Er war selbst schuld. Er war ja selbst schuld. Meryl wird auch nicht zurückkommen. Da bin ich mir sicher.
Okay, zwei verrückte Magier, die uns töten wollten und einen, den wir halt wirklich beschützen konnten. Keine gute Ausbeute, aber das wird schon. Das Blöde ist halt, es spielt halt Meredith in die Karten. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sowohl Huon als auch Evelina tot sind. Bedauerlich, aber notwendig. Jedenfalls sieht es so aus, als hätten wir noch immer nichts von Emile de Lancey gehört. Emile wurde getötet. Und trotzdem gibt es keine Leiche? Keinen Zeugen der Schlacht? Überaus seltsam. Euer Zutun in dieser Sache ist jedenfalls beendet. Die Schuld für alles, was diese Magier getan haben, ist euch zuzuschreiben. Seht euch nur an, wie ihr sie behandelt. Ist es ein Wunder, dass sie verzweifelt sind? Dieses Argument habe ich schon oft gehört. Vielleicht sind sie nicht verderbt. Vielleicht verdienen sie Nachsicht. Vielleicht kann man sie retten. Man könnte mit denen vielleicht die Hälfte aller Gräber von Kirkwall füllen. Da werde ich doch nicht noch mehr aufhäufen. Genug jetzt. Mir fehlt die Geduld, weiter mit euch zu debattieren. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Champion. Natürlich weiß sie es sehr zu schätzen. Nur die Frage ist jetzt, wo wir hin müssen. Wir bekommen einen Brief. Ah, ihr seid zurück. Auf eurem Schreibtisch wartet ein. Ich weiß. Ein krakeliger, handgeschriebener Zettel. Monsieur Hawk, vielen Dank, dass ihr Bowden von uns erzählt habt. Er kennt viele Leute in Kirkwall und hat für die meisten von uns Unterkunft und Arbeit gefunden. Ich helfe bei ihm als Botenjunge aus. Das ist viel besser, als im Abfall nach Essensresten zu wühlen. Griller lebt jetzt mit einer netten Familie in der Oberstadt. Sie haben ihn auf dem Marktplatz gesehen und wollten ihm helfen. Sie haben es sogar mit einem neuen Namen versucht, Charles, aber er hört nach wie vor nur auf Grille. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde euch nie vergessen. Mr. Hawk, Kommandantin Meredith verleiht ihrer Dankbarkeit für die geleisteten Dienste Ausdruck. Bitte nehmt dies als Zeichen ihrer bescheidenen Anerkennung. Champion Hawk, es war überaus mutig von euch, offen gegen unsere Kommandantin Partei zu ergreifen. Was ihr auch unternehmt, meine Unterstützung ist euch gewiss. Hoffentlich habe ich auch die eure, denn im Zirkel ist etwas vorgefallen, bei dem ich eure Hilfe brauchen könnte. Trefft mich in der Galgenburg. Meredith hat für meine Magier Zellenarrest verhängt und mir verboten, mich weiter als bis zum Hof zu entfernen. Eure Dienst und eure Diskretion wären vonnöten und überaus willkommen. Champion Aegon Hawk. Als Gefälligkeit für eure früheren Dienste möchte ich euch darüber informieren, dass ich Beschwerden über Hauptmann Evelyn erhalten habe, in deren Begleitung ihr häufig euch befindet. Sie wird beschuldigt, ihre Männer zu verhätscheln und somit in dieser schwierigen Zeit die Ordnungskräfte zu schwächen. In Ermangelung des Vicomtes wäre es an mir, sie von ihrer Aufgabe zu entbinden und ihre Pflichten zu übernehmen. Allerdings würde ich mir diese Schwierigkeiten gerne ersparen. Bitte sprecht mit ihr über diese Anschuldigung. Euer Wort als Champion kann in dieser Angelegenheit entscheidend sein und die Karriere einer guten Frau retten.
Okay. Gibt wieder Stress hier. Wisst ihr, ich glaube langsam, Sandal beobachtet mich. Handabdrücke? Hat sich etwa jemand am Kronleuchter herumgeschwungen? Meryl! Ich meine, wenn sie dran Spaß hat, soll sie es ruhig machen. Solange sie nichts abreißt. Finde ich. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Evelyn und sprechen mit ihr. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Ein neuer Weg. Mit Meryl, mit Evelyn und mit Varric. Ja, und die Gerüchte können wir nicht nachgehen, weil das war ein Gerücht aus dem ersten Akt. Und die Aufgabe haben wir erfüllt, weil sonst wären wir jetzt nicht so weit. Seid gegrüßt, Champion. War ein Gerücht zur Hauptmission. Ihr habt keinen Vicomte. Es ist klar, dass ihr leidet ohne ordentliche Führung. Das verschafft euch oder eurer Kommandantin aber noch lange nicht die Autorität. Es wäre einfacher, wenn ihr kooperieren würdet. Wäre es wohl. Hauptmann der Wache? Ärger? Ja, er hat mich verfolgt. Die Templer geben sich ohnehin sehr überlegen, aber jetzt läuft das Ganze aus dem Ruder. Hauptmann Cullen sind einige beunruhigende Dinge zu Ohren gekommen. Nämlich? Dass ihr die Männer verhätschelt, ihnen eine Sonderbehandlung zukommen lasst. Jemand hat es gewagt. Wer? Wer bringt diese Beschuldigung vor? Ich halte es für wichtiger, auf die Beschuldigung zu reagieren. Ihr haltet es für wahr? Ich glaube, dass jemand es für wahr hält. Dann will ich Ihnen und euch eine Antwort geben. Wenn Sie glauben, ich verhätschle jemanden, dann meinen Mann Donnick. Ihr und ich, wir werden diese Patrouille heute Nacht abfangen. Dann seht ihr selbst, ob ich ihn verhätschle. Oder sonst jemanden unter meinem Kommando. Ich brauche keine Beweise. Ich glaube euch auch so. Den Eindruck hatte ich nicht gerade. Ihr habt den Zweifel geschürt, also werdet ihr auf den Boten spielen. Donnicks Patrouille, Hawk. Ihr und ich. Heute Nacht. Mich beschuldigen, weich zu sein? Nicht in diesem Leben. Oha. Naja. Was sein muss, muss sein. Dann werden wir auf Patrouille gehen. Yay!